wenn Sie meinen Wahlkampf sehen, ich habe einen großen Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten. Es ist fast eine gewisse Demut und die Entscheidung, wenn mir dann der Bundesparteiobmann schon vor geraumer Zeit gesagt hat, du bist mit einer von den möglichen Kandidaten, denk nach, damit du dann auch wirklich dazu stehst und sagst, ja, ich übernehme diese Kandidatur, ich mache das mit Überzeugung und vollem Einsatz. Da stellt man sich schon die Frage, da ist jetzt der Walter Rosenkranz und ja, der ist einer von 8 bis 9 Millionen, die in diesem Land leben. Ein bisschen weniger, die das passive Wahlalter schon von über 35 haben. Und genau der soll jetzt Staatsoberhaupt werden. Viel schlechter, als es der derzeitige Amtsinhaber macht, kann ich es nicht. Ich glaube sogar, dass ich es besser machen würde. Vor allem würde ich auch meine Ankündigung, ein aktiver Bundespräsident zu sein,